sind. Laut Infizierte. Das Geile ist doch so, ja, wir wollen ja noch so ein paar Essen einlegen, das wäre jetzt einmal gar nicht mehr so schlecht. Bumm, zack. Was ist jetzt damit? Scheißen wir jetzt einfach drauf oder haben wir schon einmal übernachtet dort oder bei Jan oder wie ist das? Alles klar? Ja. Ich dachte schon, es ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Okay, umherkomme ich mal nicht. Passt. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Dachtest du, es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Aber es ist schon mal eine sehr, sehr große Herausforderung. Die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an zwei vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Vielleicht einmal Klick und da haben wir wieder ein paar Fragezeichen. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Scheint ihnen alles egal zu sein. Geschleichte am Pool. Ein Pool gibt's. Na warte, dann müssen wir gleich wieder Marco Polo machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also in Ressourcen mangelt es uns bei uns dabei gar nicht einmal. Ist schon mal sehr gut. Wie viel haben wir schon wieder von den Dingern? Na, 18. So, wieder schöne Zahl. Dina, frisches Blut. Ja. Zack. Uff. Nur der? Oh, schade. Hast du ihn? Ja. Nur den. Oh Mann. Mein Herz rast. Meins auch. Okay, da haben wir schon mal einen Baseballschläger. Ist wieder eine gute Frage, wie viel. Na, nur 4 Striche. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass da nur 4 Striche dabei sind. Okay, dann. Ja. Dann lassen wir es mal so stehen. Was haben wir da noch? Klebeband oder was? Was ist denn das? Ah. Außer es kommt noch eins. Was ich zwar, also noch ein Infizierter, was ich ja wahrscheinlich eher weniger glaube, aber na gut. Oh, Munition, Gott sei Dank. Wieder was gefunden. Perfekt. So, dann könnten wir schon mal sagen, die Hütte haben wir schon mal. Abgehakt. Sehr gut. Aber vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Dass man da vielleicht wieder irgendwo reinspazieren kann. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob irgendwas kommt mit Marco Polo. Nein, nix. Oh Mann. Okay, aber war das nicht beim ersten Teil, wo es auch so eine Trophäe gab? Oder beziehungsweise irgend sowas, wo du sagen könntest, oh Marco Polo oder irgendwas in der Richtung. Bin ich mal voll ein. Etwas beschäftigt mich. Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Ja, weil's. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht. Was? Vielleicht war Tino nicht die, nach denen sie gesucht haben. Ja, genau, genau. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Genau. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl.
Die hat schon einen guten Ansatz angesprochen. Ich glaube, die haben nicht nur verkackt. Die MTV-Sender? Lea. War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ne Safe. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Sehr, sehr groß. Er hat mir nicht viel gesagt. Und genau das ist das, was ich glaube. Ich weiß sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Ich glaube, gerade das ist das, was ich mir so denke. Irgendwas wird er anscheinend nicht erzählt haben und deshalb sind sie auf der Jagd. Gewesen. Sie sind ja wirklich gezielt. Wirklich gezielt dorthin gegangen. Und sie haben gewusst gehabt, da ist er. Entweder. Der Bruder müsste dann gewusst haben, wieso und alles drum und dran. Der weiß es selber nicht. Vielleicht war das so eine Session mit der Alten, die was im ersten Teil gestorben ist. Schaut einfach aus wie Cyborg. Dass man vielleicht sowas hat. Bin gespannt. Ich glaube, die wird dann zurückrudern. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, sie wird zurückrudern. Und sagen, was? Oder da ist sie dann ein bisschen überrascht. Aber dennoch tötet sie vielleicht den einen oder anderen. Na, das könnte vielleicht ja auch noch hinkommen. Oder dass man da vielleicht... Man hat ja schon einmal sie gespielt. Dass man vielleicht noch so ein Szenario hat. Versucht, ihn vom Bordstein zu schieben. Dass man vielleicht dann später noch so ein Szenario hat, wo man dann halt sie spielt und dann die Szene sieht, halt was Joel halt was gemacht hat. Bin gleich zurück. Ich halte Wache. Und da bin ich halt in dem Fall gespannt. Was? Hat er so Heftiges gemacht, dass sie hat ja gesagt gehabt, wir suchen ja beide, beziehungsweise wir alle suchen nach ihm. Und das ist das, was so, was hat er getan, dass gleich alle wollen was. Alle wollen seinen Kopf. Alle wollen was von ihm. Was er bloß gemacht hat. Also, dass du wirklich sagen könntest, boah, das hätte ich mir jetzt nie von ihm gedacht, etc. Rauch? Sprengfalle! Sprengfalle, kann man schon ein bisschen mehr drüber reden. Ach, Geschmarrn, das kann ich noch immer nicht ausnutzen. Ach, gescheißen. Oh, perfekt. Immerhin schon mal 3 Schuss wenigstens wieder. Oh, Medikamente, Stoff. Muss ich mal gleich wieder eine ziehen. Ja, da werden wir auch schon genug davon haben. Bist du deppert? Wenn wir safe genug schon haben. Hat es sich gelohnt? Ja, eine gute Ausbeute. Ne, ich bin gespannt. Irgendwas Heftiges muss er getan haben. Irgendwas, wo du sagst, Alter. Weil es gibt ja noch die Geschichte, es wurde ja nie erwähnt, was er in der Vergangenheit getan hat. Es wurde nie erwähnt. Mal sehen.
Und das Geile ist ja noch, ganz am Anfang in der Stadt, wo er war. Und wir sind dann mit ihm durchgegangen. War mir da gerade ein bisschen unsicher. Hat sie ja Kassen? Das ist Jewel. Wie, weißt du nicht, wer Jewel ist? Und dann leg dich bloß nicht mit ihm an. Das könnte schon mal vielleicht so ein Indiz sein, in welche Richtung das dann demnächst gehen kann. Was er getan hat. Wenn es nur so ein paar sind, wenn es nur so zwei sind, dann ist es wenigstens praktisch. Das sind so zwei, das ist wurscht. Was sind die Wichser jetzt? Also da. Sind das mal nur zu zweit unterwegs? Das ist Arsch. Also sie bicken so richtig aneinander. Ja, vielleicht Schwanzvergleich nochmal. Boah, schaut gut aus. Haben wir die beiden. Na, perfekt. Welche übrig? Du hättest ruhig auch mit mir angreifen können. Gut. Das haben wir wirklich gut geregelt. Bist narrisch. War nicht schlecht. Erkennst du einen von denen? Nein. Ach, das musst du jetzt aber auch nicht jedes Mal sagen. Mann, ob wir da jetzt irgendwie mal kennen. Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Wurf? Ja. Hoffentlich nicht. Ich glaub schon. Ich glaub schon, dass überall sind. Ihr könnt es mir schon sehr gut vorstellen, dass die überall sind. Also beziehungsweise, ich würde mal sagen, häufig präsent. Also dass du jetzt wirklich sagen könntest, ja, jetzt werden wir wieder eine Zeit lang sehr oft wieder die treffen. Und dann wieder ein paar Infizierte, dann wieder relativ öfters wieder die, werden dann wieder am Start sein. Und dann wieder so ein bisschen, so immer wieder so ein bisschen eine gemischte Sache. Also nicht, dass immer nur das Gleiche ist. Ich hoffe aber, dass es dann auch hin und wieder ein paar Szenen gibt, wo du noch was Gemischtes hast, wo du dann wirklich ein paar verschiedene Meier machen kannst. Einmal so in dem Fall und dann einmal so und dann einmal so, weißt du? Dass sogar quasi so vielleicht den einen Gegner zu dem anderen Gegner anlocken könntest. Los, Ellie, gehen wir. Das wäre schon was. Sondern dass die irgendwie so ein bisschen so die Infizierten gegen die halt die Lebenden da ein bisschen kämpfen und du kannst sie so quasi mit einem Wecker etc. so ein bisschen so gegeneinander kämpfen lassen und die was dann halt natürlich überleben. Die machst du halt dann noch mehr. Das hat man ja auch schon bei Left Behind gehabt. Den Ansatz. So, dass man da quasi was Gemischtes hat. Dass man da wirklich was Gemischtes hat. Nur no? Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Also, dass man jedenfalls wirklich was Gemischtes hat. Und alles drum und dran. Ja.
Was? Sie gerade mit Halloween. Ah ja, sie war ja sowieso die Erste, die was urgefeiert hat. Die hat sie urgefeiert bei Left Behind. Ist schon der Ansatz. Ja, vergessene Liebe, man kennt's. Man scheißt einfach drauf. Man kennt sie nicht mehr. Ist eine gute Frage, entweder links oder rechts. Puh, schon groß, pistonarisch. Könnte man eigentlich schon fast sagen, die ganze Welt ist eine Open World. So halbert, gefühlt. Natürlich einfach nur lineal, aber dennoch sehr groß. Lineal. Ich glaube, da werden wir dann schon langsam zu einer Reparatursession kommen, also Verbesserung kommen. Aber ist so das sehr, sehr gute Gefühl. Na perfekt. So, dann schauen wir sie das einmal an. Da würde ich gleich mal eine Verbesserung machen. Klar, eh klar. 200! Das gefällt mir, das gefällt mir. Vielleicht kann man da vielleicht auch irgendwann nochmal extra Upgrades haben. Das glaube ich zwei ja weniger, ist aber wurscht. Stabilität. Schaden. Da gehe ich definitiv auf den Schaden um, ne? Oh oh. Puh, das sind aber viele. Bist du narrisch? Auf den Skalen. Hab ich recht? Sind relativ viele. Bist du deppert? Gleich viere. Sehr gut. Oh! 5 sogar. Ui. Ja, das ist eine ordentliche Patrouille. Ja, das ist eine ordentliche. Also dann sollten noch so ungefähr 3 im Gebäude sein. Interessant. Ich frag mich zwar jetzt eigentlich nur, wo die anderen sind, aber noch gut. Hoppala. Hoppala. Es ist Arsch. Aber genau auf den Achsen. Geil. Zack. Ah, schön getroffen. Wo ist denn der? Ah, da ist einer. Da ist einer. Und da ist auch noch einer. Na komm, na komm. Sie stecken hinter den Regalen. Und tschüss. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, komm. Hätte nicht sein müssen. Oh, klug, klug, klug. Oh, es hätte nicht sein müssen, dass ich jetzt getroffen geworden bin, aber ist ja wurscht. Verdammt, du warst gut drauf. So habe ich dich noch nie kämpfen sehen. Bisschen übermütig. Die hinterher geschickt. So viele. Ich würde zwar eher sagen, dass ich ein bisschen übermütig war, aber na gut, ja. Da haben wir schon bessere Zeiten gehabt. Oh, immer ständig auf Stoff. Perfekt. Alter, das hat sich jetzt ein bisschen auch wie irgendein Viech angehört. Wie so ein Zombie. Wow.
Ja, es wäre aber unnötig. Es wäre voll unnötig. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber dafür kann ich das trotzdem leider. Oh, doch. Ha. Also bei dem nutze ich das gerne mal aus. Jetzt haben wir das schon so oft gehabt. Jetzt haben wir das wirklich schon so oft gehabt. Nutze ich das vielleicht lieber doch aus. Sehr gut. Es hat wirklich schade, dass wir heute halt nicht das Upgrade, also so mehrere Upgrades, jetzt vollenden konnten. Aber jetzt machen wir heute das letzte und tschüss für Bali. Dann können wir eh schon wieder weitergehen. Aber genau jetzt gerade. Vielleicht haben wir da noch was. Na, oh, die Empfangsdame hätte ruhig noch irgendwas haben können für ein paar Schrauben oder so. Puh, scheiß Bitch. Na gut, dann schauen wir mal. Das hat mir schon mal sehr gereizt. Stabilität, wie schauen wir da aus? Wäre schon was Feines. So, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir mit 25 dass wir dann noch weiterkommen, aber schauen wir mal. Passt. Aber dass sogar Portugulli unterwegs ist, boah, Wahnsinn. Schau mich nur kurz da ein bisschen um. Benzin. Gleich auf den Tank schießen. Oh, macht sowieso sicher kein Kabum mehr. Sehe sicher bis zum letzten Tropfen plündert worden. Safe sogar. Also dass man sogar selber zu Fuß hingeht. Nicht schlecht. Also beziehungsweise, ja, vielleicht ja nicht so ganz. Kann ja auch möglich sein. Nur so ein bisschen wären wir schon. Oh. Oje. Gerade die. Die mir jetzt nicht gedacht. Kann der eine spazieren? Okay, ja, lassen wir es einmal so stehen. Ich bin wirklich gespannt, ob die reinkommen können. So wäre das natürlich auch ein kleiner Vorteil für mich, aber... Lieber Molotow einmal schon mal aktivieren. Ich muss gleich mal anziehen, oder? Ist halt auch wieder die Frage. Lass mir eine da! Lass mir eine! Das gibt's ja nicht! Das habe ich jetzt aber ordentlich verkackt. Na, bist du narrisch. Oh mein Gott. Alter, wer hätte denn das denken können, dass ich dann wieder nicht mehr reinkomme? Alter. Auf die Scheiße muss da mal klarkommen. Aber doch kommt so auf so chillig. Ja, wenn das jetzt kein Hell ist, dann weiß ich auch nicht. Aber jetzt auf chillig doch gehabt, ja, wir haben eh mal wieder zurückgekehrt, so ein bisschen an Abstand halten. Dann halt auch ein bisschen ausweichen etc. Na, kannst vergessen. Da brauche ich lieber das. Da eigentlich können wir eh gleich alles machen. Seine ist eh gleich wieder voll. Oh, lecker Drogen. Ach, schau. Haben wir eh schon wieder das nächste Dirkel.
Wenn ich dann noch eine Nahkampfwaffe hätte. Mashallah. Da werden sowas von gefickt. Ich glaube, sonst gab es. Ja, wir können hier rechts gehen. Da sieht man dann eher, ob es da noch einen Weg gibt oder nicht. Oh, wir kommen schon mal schön langsam hier, hätte ich gesagt gehabt. Schön langsam kommen wir mal hin. Stepper, da gibt so viel zum Anschauen. Weißt du nicht mehr, wo hinten vorn ist? Ja, da hört man schon, dass es wieder ein paar Infizierte sind. Eindeutig geht's so. Aber leider, ich hätte jetzt einmal gesagt gehabt, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.